Fangen wir trotzdem erstmal an, oder? Das war jetzt ewige Ja, drei wenn du Tage heute meinst. da an der gleichen auf ihn warten und dann erst um 12 oder so kommt. Dann starte ich erstmal kurz meinen Stream. Ja, meine Aufnahme läuft schon. Wieder nur Müll in der Aufnahme. Diese Maske, Junge, wie er da sitzt und guckt. Ah, die hätte rot machen. Er hätte dann rot machen sollen. Aber der hat jede Woche eine andere Maske auf, ne? Ne, die hat er gestern aufgesetzt. Hat sich gestern komplett neu eingekleidet. So. Also mein Stream läuft. Ist alle bereit? Das ist meine Bereit. Ego-Perspektive. Mach mal das. Genau, Ego-Perspektive, genau. Genau. Dann sage ich einfach mal direkt Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen, nur das sehr groß kleinen Runde Crazy Five YouTube. Ich habe nicht umsonst gerade den Stream, es wird nie was mit sechs Leuten genannt, weil irgendwie will das Schicksal einfach nicht, dass wir mal in kompletter Runde vertreten sind. Wie ihr sehen könnt, gucken mich hier wieder nur drei verwirrte Leute an. Zwei. Ich bin eine Frau. Ich habe Ach beide Augen so. gerade bei Svenja. Frauen sind keine Leute, okay. Na, dein Charakter guckt mich aber an. Nein, ich habe aber meine Augen gerade woanders. Tut mir leid. Ja, aber trotzdem, dein Charakter guckt mich an. Das funktioniert bei der Ich Ego-Perspektive bin anscheinend nicht so mit dem Kopf bewegen. tatsächlich in Ego-Perspektive und naja. Sonst würde mein Charakter auch gerade den Kopf hin und her wackeln. Das siehst du bestimmt auch nicht. Ja gut, dann machen wir das nächstes Mal so, aber sprich trotzdem weiter. Alles gut. Ja, also, wir haben uns heute wieder versammelt. Zum einen vor dieser riesigen Karte von Los Santos. Und zum anderen, um heute mal wieder eine weitere lustige und etwas von der Gruppe gewünscht mehr durchmischten Playliste uns durchzujagen und mal wieder ein paar Modi anzuschauen. Höchstwahrscheinlich, so wie es jetzt gerade aussieht, wieder nur zu viert, weil ja, unsere Gruppendomina hat kurzfristig abgesagt und Peach, ja, keine Ahnung, Warum was nimmt ihr mit den dem Revolver in ist. die Hand? Wie der dabei mit der Waffe spielt, weißt du? Halt aber jetzt was vor. Nee, nee. Ja, den anderen Revolver kann ich ja nicht in die Hand nehmen, das ist ja nur ihr vorbehalten. Auf Wiedersehen. So, ja, dass du abhaust, ist mir schon klar, ja. Das ist mir Enrico, zu komm viel. zurück. Du warst ja gestern schon so Teambereitschaft. Hallo. Ja, und deswegen wollen wir jetzt gleich nochmal mit einer Playlist starten und hoffen, es macht trotzdem Spaß, auch wenn wir, wie gesagt, mal wieder sehr dezimiert sind und wir es einfach nicht hinkriegen, mit mehr als vier Leuten mal einen Modi zusammen zu spielen. Ich gebe dir jetzt nochmal kurz, alter Mann steht auf, ich gebe dir jetzt nochmal ganz kurz ab an den Salzigsten der Salzigen hier, den Gavin, der begrüßt mich jetzt auch noch seine Zuschauer. Ja, ich bin natürlich auch begrüßt bei mir an der Aufnahme. Also bei mir ist es ein Let's Play tatsächlich, bei Markus ist es ja im Stream, das kennt er ja mittlerweile. Ja, leider heute nur zu viert und der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen heute ein bisschen was gemischtere Playlists, das war letztes Mal tatsächlich ein bisschen sehr viel Deathmatch und King of the Hill lastig. Und wir wollten heute mal ein bisschen was anderes machen, ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und ja, dann gucken wir mal, was wir heute haben. Leider, wie gesagt, nicht zu sechst. Eigentlich war es so geplant, hatten wir uns darauf gefreut. Gut. Irgendwann hat spontan Besuch bekommen, warum auch immer, am Sonntag. Und Um ja. 10, frühs. Um 10 heute Morgen hat sie geschrieben, sie kann doch nicht. Ja, gut, das kann immer mal passieren, aber weiteres Teammitglied. Naja, wissen wir nicht. Vielleicht kommt er später noch vorbei. Gut, dann würde ich sagen, starten wir. Lass die Spiele beginnen. Mit dir spiele ich gerne. Was für Spiele willst du schon wieder spielen, ne? Hä? Ich, Hä? du mit Gruppennummer. Kevin. Herzlich willkommen bei Pornhub. Gibt es eigentlich überhaupt Kevin. noch? Natürlich. Das werden ja gerade die volle Ladung gekriegt. Ist die Frage, wie lange noch? Ich muss mich Was? kurz umziehen. Ja, bald gehen sie ein.
Na, die wollen und doch jetzt, dass du nur noch mit Perso-Ausweis draufkommst auf die Seite, ja, damit der Datenschutz, Jugendschutz hier gewährleistet ist in Deutschland. Ach so, sind wir jetzt bei dem Thema gelandet? Die leben doch zu 80% von irgendwelchen Jugendlichen, die sich Pornos anschauen. Sind sie 80? Also von dir. Ja. Also von dir, Enrico. Ja, Pornhub gucke ich nicht. Sind sie 18? Ja, ja oder Kartoffel? So. Dann starten wir mal die Spielliste. Ich habe den Kummer, ich habe dich ein Kleid an. Ich habe schon gesehen. Ich hätte aber lieber gerne ohne Kleid. Oh. Nee. Warum explodiert hier gerade alles? Das hat mich auch gerade gebraucht. Oder das war die Svenja, die bebt wieder vor Lust. Ich bin's nicht. Was passiert? Hilfe! Na gut, der Markus steht bestimmt draußen und schießt mit Raketen auf uns, auf das Gebäude oder so. So wie das sich anhört. Oder mit Granaten durch die Gegend. Markus ist in der Spielerliste. Aber schön, dass du gleich Markus baust. Ja, das hätte ja sein können. Stimmt, denn das ist Enrico. Ja, ich war draußen, richtig. Ah, toll. Weißt du, wieder die Kinder, die ja rumspielen draußen. Kinder. Wir sprechen uns nochmal, Herr Busfahrer. So, ich bin auf dem Weg. Meine Freunde. Die Frau kommt gleich. Ja. RPG-Pyramide versus ein Touch. Ja, das wird hier lustig. Ach, schon wieder das? Okay. Aber 6 bis 8. 6 bis 8, ja, wir können nicht mitspielen. Hä? Ja, das war die Liste für 6. Ja, du hast wahrscheinlich die falsche Spielerliste. Ah, nee, hab ich nicht. Ich hab erst gestern noch gecheckt, dass das alles nicht zu 6 ist. Alter, das ist doch zum Kotzen. Ja, mit der Vorwarnung, dass es, weil er schon das Gespür dafür hatte, dass es nicht 6 werden. Ja, ich hätte. Ich war gedacht, eigentlich war es ja geplant heute zu 6. 4 Spieler, 2, 2, 2, 2, 1, ah ja, okay, da ist es. Gut. Ah, ich hab's gefunden, was zu 6 war. Steigen Sie ein, Madden. Dann muss ich da mal kurz ein anderes hinzufügen. Klarkommen. Ich mach nur drei Schießtraining. So, dann versuchen wir das nochmal. Okay. Okay. Das war's aber noch. Was aber nicht du, oder? Hä? Ich? Ich hab dich angehittet vorher. Aha. Naja, ich bin glaube ich nicht gestorben. Nee, ich weiß. Oh, Entschuldigung, das war zu hoch. Das war zu hoch. Ich wollte eigentlich nur auf Körper zielen und nicht auf Kopf. Jetzt ist es 4 bis 8. Aha. Was? Aha, so, sind wir dabei oder was? Leichte Anfangsschwierigkeiten heute. Ach Quatsch. Kennen wir ja. Aber Kevin, ein bisschen neidisch bin ich bei dir heute schon, ne? Warum? Na, weil du das Formel 1 Rennen sehen kannst. Das muss ja richtig spannend sein.
Ja. Es ist das letzte Rennen der Saison, es geht noch um den WM-Titel, sonst würde ich es auch nicht gucken heute. Nun, der Verstappen ist sogar auf der Pole, ne? Ich weiß, aber mit, der schlechter, ja aber so mit, den, Anführungszeichen mit den Anführungszeichen schlechteren Reifen. Also, die halten nicht so lange. So. Naja, mal schauen. Wieso kannst du es nicht gucken, oder was? Nee, ich habe keinen Sky. Ich habe auch noch Sky-Ticket. Wo ist der schnell Sky-Ticket? Letzte kurz auf Abbuchen vom Konto und dann kannst du gucken. Erst mal einen Testmonat. Kannst du kündigen. Last Team Standing, das kennen wir doch schon. Ich mach das auch noch lieber, ich habe auch keinen Receiver hier stehen. Last Penis Standing. Aha, tja, leider nicht. Feste Waffe, Brechstange, herrlich. Ich sehe den Markus schon wieder hinter mir herrennen. Gut, dass die Wolle nicht da ist. Die würde irgendwie wieder ein Messer finden. Wir können starten. Und Markus findet dann gleich ein Auto oder so. Na, das Messer haben alle gefunden, nur du nie. Du bist ewig hin und her gerannt. Ja, stimmt eigentlich. Ach, guck mal. Oh. Na toll, das könnt ihr doch nicht tun. Das kann ja witzig werden. Begeisterung, Begeisterung. Was ist eigentlich mit deinen Teamkollegen, Sven? Der kann nicht. Also sein Server ist noch nicht erreichbar. Ja, der Rockstar-Server ist nicht erreichbar. Das war mein kleiner Bruder, der hätte jetzt gerne mitgemacht. Aber der versucht es dann spätestens nächstes Mal nochmal. Ah, okay. Verstehe gerade. Und dann hab ich noch meine Cousine. Okay. Damit Yvonne nicht so alleine ist? Richtig. So, let's go. Wieder mal zu Fjord. Ups, voller. Jawohl. Ey, nicht so frech hier. So frech hier. Nein! Ah. Da oben stehen bleiben. Ja. Und die dann ein paar reinhauen. Yeah. Mit der Brechstange. Wie beim letzten Mal, wo ich Sven hinterher gerannt bin. Jo, das hast du von dem Clip mit aufgenommen. Ja. Oh nee. Scheiße. Dein Ernst? Mist! Hast dich etwa selbst hochgesprengt? Ja, ich habe das Auto geschossen und da bin ich selbst hochgejagt. Ja, du musst auch schon wissen. Oh, pass auf, Alter, dass ich runterfällt. Ja, alles gut, ich dachte, ich wäre weit. Alles gut, ich dachte, ich wäre weit genug weg gewesen. Diesmal liegt es nicht am Controller, diesmal ist es funktioniert dann nämlich. Wie war das mit den Regeln? Wir hatten doch jetzt so ausgemacht, dass wir die Autos nicht mehr wechseln, oder? Es gibt keine Regeln. Naja, nur nicht so oft. Ein oder zweimal. Okay. Würde ich sagen. Also ja, dann lass ich das von Anfang an auf zweimal festlegen und gut ist. Wollte ich sagen, zweimal maximal und dann. Ja. Man sollte halt nicht nach ein oder zwei Treffern direkt das Auto wechseln, ganz einfach. Nein, allgemein, egal, allgemein zweimal darfst du das Auto wechseln und dann ist. Wann du das wechselst, ist dann deine Sache. Der ist liegt zwar rechts von dir, der oben, der Wagen. Ich weiß. Okay. Aua. Oh, und tschüss. Der Wagen ist noch eine Gold. Ja. Markus, was hast du gemacht? Er wollte mich verprügeln. Ich wollte ihm in die Fresse hauen. Du hättest dann nur lenken müssen und. Ach, naja, egal. Runterrollen müssen, ja. Ja, da klappt das so wie bei mir beim letzten Mal, dass Markus dann doch noch vom Auto wegspringt oder so. Statt dass ich den mit dem Tod reiße. Das sah in dem Video auch geil aus, ne? Der sich an der Reling festgehalten hat und mit runtergeflogen ist bei mir. Das war ja richtig Bombe. Also ich hab's nochmal im Video angeguckt und das sogar öfter. Da hab ich gedacht, herrlich. Wie er das überlebt hat, das. Und dann das Wegrennen. Komm her, ja. Komm her, ja. Ne? No?
So. Oh, jetzt ist wieder. Kommt wieder Markus, der Raketenprofi. Ja, wahrscheinlich. Beide treten sich in meiner Richtung. Das natürlich, das war gar nicht. War weit genug weg. Junge, wenn der jetzt an die Fässer geschossen hätte, der hätte dich so gekriegt. Ja, jetzt sind wir weg. Wer steht eigentlich wo von euch beiden? Wenn ich mich unterscheide. Volltreffer. Wie lange brauchst du? Nein! Jawohl! Hier runterfällt. Wieso hat mir keiner gesagt, dass Kevin hinter mir ist? Ich hab's gesehen, ich wollte es nicht sagen. Wäre auch blöd gewesen, zu sagen. Aber das Problem war, ich konnte es nicht sehen, weil der Container am Weg war. Ich bin genau durch das Loch durch und bin ich doch, habe ich mich in Ruhe hin positioniert und hab den Sven einfach mit runtergeschoben. Oh, das war geil. Hä? Wie kannst du mal stehen? Weil du an dem blauen Schild, was hier im Container hängt, hängen geblieben bist. Ich stand direkt an der Kante. So dumm. Das ist Lucky. Oh. Lucky Strike. Aber Sven, ja eigentlich, ich dachte, du spürst das immer, wenn ich hinter dir bin. Nee, leider nicht. Hab ich einen Platten? Wieder Volltreffer. Ja, die gleiche Ecke. Nein! Oh, das war zu nah dran. Selbstmord. Ich würde gerade umfahren. Aber genauso wie ich das eben gemacht habe. Auto gejagt und mich dann hochgejagt mit. Ja, nur wenn ich jetzt nicht geschossen hätte, wärst du rückwärts gefahren, hättest du mich mit runtergerissen. Das war ja der Plan eigentlich an der Sache, deswegen. Ey, der Kevin trumpft heute aus, halt, kann doch sein. Ah, manchmal, läuft. Na, mit seinem Billig-Controller da. Egal, ja, was Billig-Controller nicht funktioniert, wenigstens diesmal. Nicht billig ist nicht gleich schlecht, denk dran. Seit 60 Euro für einen Controller von PlayStation und der ist kacke. Meistens. Meiner Lebzeit in einem Jahr, also, bin zufrieden. Ich passt zwei ganz gut. Morgen ist das Wetter ein bisschen anstrengend. Boah, was gewinnen wir das denn? Ja, war schön. Weil was zu gewinnen. Marco, Kevin, nicht selbst hochsprengen, gell? Bitte? Nicht selbst hochsprengen. Ich will tun mein Bestes. Im guten Sinne hoffentlich. Ach, solange das Sitz ist und das Auto mitnehmen, ist es egal. Ja, solange du dein Kind bist, ist es gut. Bis es jetzt mal Attentät. Schade, dass er noch lebt, aber ich habe einen gerade voll mitgenommen. Ja. Ich hab's gehört. Naja, alles gut. Hast mich aber nicht genau erwischt. Also du hast mich erwischt, aber nicht mitgenommen, ey. Oh. Jawohl. Jawohl. Ja, schön. Nein! Lass mich ran, die beiden rennt ja vor. Sehr schön, Enrico, sehr schön. Na, Kevin ist kein Gegner, das ist eher hier Opfer. Du darfst hinter dir. Hinter dir! Ja, okay.
zu spät. Oh, Alter! Ja, der Wagen, Bro. Komplett drauf. Leider nicht mal meine Tür. Ich hab mich einfach mal voll auf ihn drauf gesetzt. Das ist eigentlich nicht mein Part, das mag ich so nicht. Ich hab doch gesagt, Kevin ist nur das Opfer und die Gegner, also. Ey, Moment, ich hab dich eben runtergeschossen, also bist du viel schlimmeres Opfer. Du bist dabei. Also ich lebe noch. Ja, die Runde, aber davor nicht. Ja, das war bitter, das war richtig bitter, das gebe ich zu. Wieso? Stimmt, wen hast du eigentlich schon getötet, Sven? Borgin. Ja, eben. Ja, siehst du mal. Statt große Runde, Sprüche. Jeder hat einen getötet. Leistung zeigen statt große Sprüche kloppen hier. Hier, ich bin noch im Aufwärmmodus, ja? Ja, stimmt. Ich sehe durch meine Brille nicht. Da darfst du dir von Kev nicht so oft ins Gesicht spritzen lassen, dann kannst du auch durch die Brille was sehen. Dann ist sie nicht so voll. Der war jetzt nicht, ne? Alter. Oh, oh, oh. Wie der Asiate. Mama! der ist so cool, der Typ. Mama! Oh, der war schön, der Treffer. Der war gut, der Treffer. Ja, das war schön. Du hast mich nicht aus der Balance gebracht gerade. Wie die beide rüberrennen. Oh, ich lebe noch gut. Oh, ich lebe ja, noch. Du lebst noch, aber ich hab dich schön mitgenommen. Ja, ich hab mich da irgendwie ganz gut positioniert in dem Container, dass du an mir vorbeigeschrammt bist. Aber normalerweise hätte ich jetzt an der Hose und an der Jacke kein Rückteil mehr, so also vorbeigefahren. Ach doch. Okay, oh, jetzt hat er mal sich gerecht. Markus, ich hab'n. Hui! Alter! Wow, nein, nein! Au! Ja, sauber, Enrico, sauber weggenommen. Aber ich der Schuss jetzt, war gut. Schuss ich, hatte war jetzt, gut. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass du schon so schnell wieder Grip kriegst, ey. Ich krieg die ganze Zeit nur Gas. Aber der Flip war geil, Alter. Ui, ui. Der war gut, ja. Ich übernehme gleich kurz. Ja, steht oben in der Mitte. Ich halt. Schade, dass ich nur ein Team mitzugucken kann und nicht die andere Sicht. Wäre ja auch blöd, oder? Man weiß ja eh, wo die steht. Ja. Warum schießt du nicht? Ladehemmung. Ich stand neben dir. War ich zu nah war? Nee, das war nicht zu nah, das war weit genug weg. So, das ist mein zweiter Wechsler. Wie gekonnt Sven da das lange Ding in der Hand hält? Müsst ihr immer so perverse Sachen sagen. Wir müssen nicht. Wir wollen nochmal. Ach, Auto gewechselt. Ja, hab doch gesagt, mein zweiter Wechsler. Zwei davon.
Weil den davor hatte ja Markus mit seinem Überzieher. Oh, Alter. Ganz schön überzogen. Aber du siehst nichts in diesem Hexenkessel, Jo. Ein bisschen neblig, oder? Ich weiß nicht, warum es gerade so neblig wird, ja. Das ist ganz schön beeinträchtigend für alle beide. Ja, dafür kann ich auch nicht. Ich habe ein normales Wetter eingestellt. Ach, alles gewinnt ihr. Wahrscheinlich wechselt das jetzt irgendwie einfach. Der ist gut, Kev. Fake News. Hä? Die WhatsApp-Gruppe. Weil Feature gestern geschrieben hat, I play with you tomorrow. Und da hat er zu kämpfen gibt, dazu geschickt, Fake News mit Trump. Das ist gut. Check mich. Der fiel mir gerade ein. Ich hab unsere Ehre nochmal gerettet. Hm? Oh. 2-2. Der ist auf jeden Fall fast so gut wie das Schaf gestern. Nico. Wir haben uns nicht mal eingekriegt gestern Abend, ey. Oh Mann. Da war es ja ein Schaf. Und dann noch das pinke Auto. Hui. Ja, wie das vorbeigeflogen ist in dem Moment, super geil. Alter, das ging gestern ab da drin. Aber ich muss wirklich sagen, da lebe gerade Bombis. Vor allem habe ich danach ins WhatsApp geguckt, Enrico und mein Kumpel so, du Hund. Als ich habe doch gestern volle Esse weggehauen da die eine Runde. Ja. Ich gesagt habe, das hat sich gelohnt, auch dass ich selber runtergefallen bin. Ja. Geil. Nein, ich hatte ihn doch schon. Alter, das müsste ich mir dann mal auf der Aufzeichnung angucken. Hat gar nichts gebracht. Ich stand komplett offen, Kevin. Auf mir? Ja, das wissen wir doch. Du standst auf mir, wenn du den schwarzen Wagen hast. Stand auf dir? Dass ja. Du komplett auf Kevin stehst, das wissen wir doch. Ihr steht doch beide voll aufeinander. Voll vorbei. So gesehen. Nee. Diesmal habe ich ihn gesehen. Oh, Schwein gehabt. Ja, bist aber gut drüber geflogen. Bist beim Rückwärtsfahren drüber geflogen. Tschüss. Nun wird gewechselt. Gut. Scheinbar. Naja, muss er ja. Junge, der hat gerade schon was mitgenommen. Nun, Kevin. Nein, mich. Nein! Na, was denn? Alter! Ach doch, ist runtergefallen. Alter. Ja, das ist mitgezogen. Ja, weil bei mir lagst du eben noch oben drauf, deswegen habe ich gedacht, das hat nicht geklappt. Nee, der ist noch runtergerutscht. Kevin, bin ich überrollt. Oh Mann! Ich bin aufgestanden und dann ist er wieder rückwärts gefahren. Das sah geil aus. Ich komme in die Cap. Ah, gut gemacht, ja. Markus, gut gemacht. Ja. 2-0 hinten und dann so ein Ding. Ja, gut gemacht, definitiv. Naja, Sven, das ist wie beim Sex. Am Anfang kurze Startschwierigkeiten, aber dann geht's. Ja. Wenn's läuft, dann läuft's, ne? Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Naja, habt ihr gut gemacht, doch. Allerdings hat man Kevin mitgenommen, das war wichtig. Ja. Ich fühle mich auf das Set sehr mitgenommen, ja. Nämlich sehr mitgenommen. Ah, Kevin, ich habe schon gedacht, ich fahre jetzt zu weit zurück, ne? Ja, nee, das Problem ist, du bist über mich drüber, dann bin ich so vorgefahren, weil ich wieder aufstehe, bist du wieder rückwärts, dann hast du mich mitgenommen. Ich konnte nichts mehr machen, ich wollte eigentlich weg da von der Position.